in der ersten Runde gemacht haben, darum bitten, die Fragen schriftlich einzureichen, denn es ist offensichtlich, dass hier auch ein hoher Diskussionsbedarf besteht, sodass wir dann diese Fragen gerne später in die Schlussrunde nehmen wollen. Sie haben ja auf eindrucksvolle Weise an die beiden Vorträge des Vormittags angeschlossen und sich entlang der Grenzziehung zwischen legitimer Meinungsäußerung und politisch verantwortlichem Handeln bewegt, um Leitplanken einzuziehen und Richtungen zu weisen zwischen Patriotismus und Rechtsextremismus, um die Probleme aufzuzeigen von Repräsentationslücken, Radikalisierungsspirale und demagogischer Schematisierung. Man hätte sich manchmal gewünscht, Platon säße im Saal und hätte darüber geurteilt, wie er diese Chancen einschätzt, die Demokratie zu schützen davor, dass sie in die Tyrannis umkippt und dass am Ende selbst die Esel stolz auf der Straße gehen. Wir werden das später weiter diskutieren und kommen jetzt zum nächsten Vortrag von Professor Dr. Wolfgang Ockenfels. Professor Ockenfels gehört dem Dominikanerorden an und lehrte christliche Sozialwissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier. Er leitet das Institut für Gesellschaftswissenschaften Walberberg in Bonn und gibt dort die manchen vielleicht bekannte sozialethische Zeitschrift Die Neue Ordnung heraus, von der ich kürzlich die Beurteilung als nationalkatholisch gelesen habe. Seit 1998 präsidiert Professor Ockenfels der Internationalen Stiftung Humanum in Lugano. Herr Professor Ockenfels wird, wenn ich nicht zu viel verspreche, die Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus vor allem aus christlich-katholischer Sicht in den Blick nehmen. Und ich glaube, wir dürfen uns auf einen spannenden Vortrag freuen. Lieber Herr Professor Ockenfels, Sie haben das Wort. Ich weise noch darauf hin, dass Herr Professor Ockenfels nicht aufgrund einer Antifa-Attacke, sondern aufgrund eines simplen Hexenschusses seinen Vortrag im Sitzen halten wird. Wobei das Wort Hexenschuss ja schon durchaus eine diskriminierende. Das ist jedenfalls gegen die Political Correctness des Feminismus gerichtet, wenn man einen Hexenschuss hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Religion und Gewalt ist das Thema. Religion ist freilich nicht gleich Religion. Es gibt Religionen, die Menschenopfer, Kannibalismus oder Witwenverbrennungen befürwortet haben zur Sanierung des Sozialstaates wahrscheinlich, kriegerische Gewalt in ihrem Programm befürworten oder als selbstmörderische Psychosekten tätig sind, was sich nicht alles so Religion nennt. Sehr weite Formulierungen auch bei den Soziologen. Das ist einmal die Sehnsucht nach dem ganz anderen. Dann heißt es, es sei die Kontingenzbewältigung. Dann sei es die Sphäre der Unterscheidung zwischen Immanenz und Transzendenz. Was kann man sich da alles drunter vorstellen? Ein sehr weiter Begriff. Und darum muss die Forderung nach Religionsfreiheit zunächst einmal den Begriff der jeweiligen Religion klären, was aber Politiker, Juristen und Journalisten einigermaßen zu überfordern scheint. Und auch manche Theologen, die ja nicht dazu da sind, Probleme zu lösen, sondern zu vervielfältigen durch permanente Differenzierung der Terminologie. Nun, die optimistische Annahme, jede Religion sei grundsätzlich gewaltfrei und auf Frieden ausgerichtet, wird durch Geschichte und Gegenwart dementiert. Mit Blick auf den Nationalsozialismus, den man als politische Religion typisieren kann, lässt sich sogar von einer Religion der Gewalt sprechen. Freilich handelt es sich dabei
eher um eine Ersatzreligion oder, ähnlich wie beim marxistischen Kommunismus, um einen ideologischen Religionsersatz. Nun, der moderne Säkularisierungsprozess hat eine Reihe von quasi-religiösen Utopien hervorgebracht, in denen die transzendenten Heilserwartungen und Verheißungen innerweltlich auf die Zukunft eines neuen Menschen, einer neuen Gesellschaft projiziert wurden und als technisch, ökonomisch oder politisch machbar erschienen. Doch hat, nach einem Wort von Karl Raimund Popper, jeder Versuch, den Himmel auf die Erde herunterzuziehen, stets die Hölle hervorgebracht. Trotz dieser geschichtlichen Erfahrungen scheint es nach dem Desaster des Realsozialismus 1989 das Zeitalter gewaltbereiter Ideologien, die für die Menschlichkeit über Leichen gehen, noch längst nicht vorbei zu sein. Und es stellt sich die bange Frage, ob die Weltreligionen, die inzwischen einen erstaunlichen Aufschwung genommen haben, den ersehnten Weltfrieden eher behindern oder fördern. Religion und Gewalt sind Phänomene und Begriffe, die sehr weit gefasst und unterschiedlich geprägt werden können. Gewalt wird hier vornehmlich als die vis bruta, also als Waffengewalt in Krieg und Terror, verstanden. Mit Religion sind vorrangig die beiden größten Weltreligionen, nämlich Christentum und Islam, anzusprechen. Und unter Dialog, den ich hier als einen dritten Faktor noch reinbringe, unter Dialog ist hier die rationale und friedliche Suche nach einem gemeinsamen Sinnbestand zu verstehen. Das würde aber ein eigenes Thema rechtfertigen. Ich glaube nicht, dass ich damit heute fertig werde. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, betrachtet man die reale Geschichte der genannten Religionen, so scheinen diese nicht frei von Gewalt zu sein, worauf die zahlreichen Konflikte in und zwischen den beiden Religionsgemeinschaften in Geschichte und Gegenwart hinweisen. Obwohl beide sich auf den einen absoluten, transzendenten Gott berufen, unterscheiden sie sich deutlich in den Glaubensinhalten, und zwar vor allem hinsichtlich der Offenbarung und des in ihr vorgezeichneten Gottes und Menschenbildes. Diese elementaren theologischen Differenzen muss man gewiss, und hier vor allem in Hinsicht auf etwa Trinität, auf Inkarnation, auf Kirchenbild, diese Differenzen muss man hier gewiss im Auge behalten, wenn es um das Verhältnis dieser Religionen zueinander und zu Phänomenen der Gewalt geht. Und ein künftig christlich-islamischer Dialog wird gerade diese theologischen Grundfragen nicht aussparen dürfen. Im Folgenden geht es freilich primär um eine Erörterung der konkreten und aktuellen religiösen Gewaltproblematik, die einen Dialog sowohl erschwert als auch erforderlich macht. Hinreichend bekannt sind die gewaltsamen Konflikte zwischen Muslimen und Juden in Palästina und Israel. Im Nahen Osten ferner deuten die Spannungen zwischen Muslimen und Hindus in Indien und Pakistan darauf hin, dass Mahatma Gandhis Ideal der Nichtverletzung und Gewaltlosigkeit zunehmend in Vergessenheit geraten ist. Und im Mittleren Osten weisen die Kriege im Irak und in Syrien auf die Grausamkeiten blutiger Konflikte zwischen Muslimen, zwischen den muslimischen Gruppen selber und dieser mit den Christen hin. Letztere wissen sich als Minderheit kaum zu wehren und werden systematisch verfolgt und vertrieben, was wir im Westen vor allem als die christlichen, die katholischen, evangelischen Kirchen leider viel zu wenig deutlich machen in ihrem Prozess. Es scheint sich die paradoxe Aussage des heiligen Augustinus zu bestätigen, wonach Kriege um des sogenannten Friedens willen
geführt werden. Und dies zuweilen sogar im Namen Gottes. Aber welche Friedenswerte stehen hier auf dem Spiel, die es unter Umständen gewaltsam zu verteidigen und durchzusetzen gilt? Kann denn der friedliche Zweck alle Mittel der Gewalt heiligen? Oder diskreditieren gerade diese Mittel das angestrebte, noch so hehre Ziel? Nun, die Problemskizze beginnt mit dem Islam und den Ereignissen, die sich mit dem Datum des 11. September, also 9/11, verbinden und leiten dann über auf christliche Vorstellungen von Gewalt und Dialog. Vorauszusetzen ist dabei, dass es neben den kritischen Seiten des Islam, die aus christlicher Perspektive zur Sprache kommen, auch einige positive Merkmale gibt, wenn etwa Muslime ihre mystische Frömmigkeit leben oder, soweit sie damit einverstanden sind, auch die 10 Gebote beachten, wobei dann hier Polygamie allerdings, also eigentlich nicht, und auch der Heilige Krieg eigentlich keine Rechtfertigung in den 10 Geboten findet. Du sollst nicht töten. Aber es gibt eben viele Muslime, darum hier keine, ich finde den Begriff, also Herr Kollege, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, den finde ich höchst problematisch, sehr schwierig. Aber Sie haben recht, natürlich sollte man nicht Gruppen pauschal verurteilen, und so meine ich auch, wenn ich von Muslimen rede oder von Islamgläubigen, nicht alle, ne? Also auch nicht alle, nicht alle Muslime sind Terroristen, aber viele Terroristen sind leider Muslime, das ist das Problem. Und viele Muslime, vor allem hier die inzwischen ganz gut eingesessenen, gut bürgerlichen, ne, braven Mitbürger, die ja in glücklicher Inkonsequenz ihren eigenen Glauben jedenfalls nicht mehr wörtlich ernst nehmen, meine Damen und Herren. In glücklicher Inkonsequenz bedeutet also, dass sie wahrscheinlich die Scharia gar nicht kennen und ihre eigenen, das sind Koran, einige Stellen im Koran sollten sie auch besser von ihren Kindern freihalten, weil das ein jugendgefährdendes Schrifttum ist. Ne? Also jedenfalls muss man darüber mal nachdenken, welche gefährlichen Elemente hier innerhalb der verschiedenen Glaubensgemeinschaften wirksam sind, und froh über jeden Muslim, der in glücklicher Inkonsequenz, indem er dann auch die deutsche Sprache gelernt hat und sich das deutsche Rechtsverständnis anbequemt hat, sich dann über die eigene Scharia hinwegsetzt, über die Anmaßungen bestimmter Ayatollahs und Mullahs und dann auch hier nach einem freiheitlichen westlichen Wertekonzept zu leben versucht. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, was lässt sich vom Standpunkt der christlichen Ethik über einen Terror sagen, dessen Urheber ihn religiös begründen? Nach allem, was der 11. September an Elend über die Welt gebracht hat, scheint dieses Datum eine Zäsur in der Geschichte des Terrors wie auch des militärisch-polizeilichen Kampfes gegen ihn zu markieren. Die Terroristen, die inzwischen in Paris, Brüssel, Nizza, Berlin, etc., etc., man kommt ja mit dem Zählen kaum noch nach, und man vergisst ja auch so schnell, was da alles passiert ist in den letzten 15 Jahren. Ne? Und darum kommt ein Gewöhnungseffekt hier zustande, der auch zu einer Vergleichgültigung dieses schrecklichen Phänomens führen kann. Ne? Also die Terroristen, die damals und bis heute also auf Gelegenheit lauern, und die ihre Bereitschaft zum Selbstmord mit der Entscheidung zum Massenmord verbinden, in der Aussicht nachher einen tröstlichen Frieden im Paradies zu finden. Also für mich ist das keine Tröstung, keine Verheißung, von 72 Jungfrauen auch jetzt noch im Paradies belästigt zu werden. Diese Terroristen schlugen ja den Westen, nicht nur bestimmte Länder, sondern der Westen pauschal, mit seinen eigenen Waffen einer technischen Zivilisation, die oft mit der Kultur des Westens verwechselt wird.
des Westens. Mit den Anschlägen hat der Terror heute eine neue technische Effizienz erreicht, die sich durch handliche ABC-Massenvernichtungswaffen noch steigern lässt. Die Terrorgefahr ist allgegenwärtig, vor allem wenn man jetzt auch noch mit Messern, Hackebeilen und so weiter aufeinander zugeht. Man braucht also gar keine Sprengsätze und sowas. Man hat heute wieder die Primitivform des Terror, also Furcht und Schrecken verbreitenden aggressiven Verhaltens neu entdeckt. Und das entgeht dann offensichtlich auch der polizeilichen Kontrolle viel mehr, als wenn sie irgendwie ein Paket Dynamit mit sich schleppen oder vielleicht eine kleine Atombombe dabei haben. Nun, die von allen guten Geistern verlassenen Terroristen haben sich vor allem die Zerstörung eines Landes vorgenommen, das sich unter dem besonderen Schutze Gottes weiß und in seinem Auftrag bereits die gleichermaßen gottlosen wie menschenverachtenden Systeme des Nationalsozialismus und des Kommunismus niederwarf. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind von Anfang an nicht nur von einer deistisch-rationalistischen Zivilreligion, sondern auch von einem inzwischen allerdings weitgehend säkularisierten Glauben christlicher Auserwähltheit und Hoffnung geprägt worden. Das findet sich sogar in jeder Rhetorik eines Politikers, wird also Gott, wer weiß wie, beschworen und so. Ich finde das etwas dick aufgetragen. Ich glaube, dass es kann auch zur Diskreditierung des Glaubens beitragen. Man muss dann ja nicht gleichzeitig auf zwei Bibeln schwören, ne? Und dann den lieben Gott auch noch, also ich weiß nicht, rhetorisch derart für seine eigenen politischen Zwecke in Gang zu setzen, finde ich auch deplatziert. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren, heißt es bei den 10 Geboten. Da sollte man etwas sparsamer mit umgehen, mit dem Begriff, mit der Beschwörung Gottes. Die CDU hat erst recht keinen Grund mehr, sich C-Partei zu nennen. Aber die Amis, die glauben ja, ne, ein bisschen auserwählt, ne, gelobtes Land, und sind von der Hoffnung geprägt. Aus einigen vermeintlich frommen amerikanischen Stimmen hört man jedenfalls heraus, dass die USA auch im Zuge der Terrorbekämpfung eine welt- und heilsgeschichtliche Mission erfüllen sollten. Der Begriff der militärischen Mission enthält jedoch ein gefährliches Gemisch aus Politik und Religion, wie überhaupt die allzu enge Verbindung von politischen und theologischen Begriffen eine gewisse Sorglosigkeit bei den Amis erkennen lässt. Als hätte es in der Geschichte des Christentums nicht auch Kreuzzügler, revolutionäre Wiedertäufer und gewaltbereite Befreiungstheologen gegeben, die der christlichen Glaubwürdigkeit schweren Schaden zugefügt haben. Religion evoziert wieder politische Fronten, die religiöse Sprache zieht in die öffentliche Debatte ein und sorgt für eine Anstachelung der Aggressionsbereitschaft. Dabei ist das theologische Vokabular kein bloßer Bestandteil psychologischer Kriegsführung oder patriotischer Rhetorik. Im Namen Gottes werden heute auch Gewalttaten verübt und vergolten, die den Namen Gottes beleidigen, besonders ausdrücklich bei bestimmten sogenannten Islamisten. Lässt sich der Terror Mord rechtfertigen, gar noch unter Berufung auf Gott? Natürlich nicht, beteuern Christen und viele gläubige Muslime gleichermaßen. Für sie ist Terror individualisierte oder gruppenbezogene, ungerechte und mit unerlaubten Mitteln praktizierte Gewalt, die sich nicht als Freiheitskampf ausgeben darf. In der Tat kann sich der Terror am allerwenigsten auf den barmherzigen Gott berufen. Denn Gottes Gesetzeswille steht auf Seiten einer Rechts- und Friedensordnung, welche die Verteidigung gegen den Terror gebietet, weil dieser sich gegen schwache, schutzlose Zivilisten wendet.
Die Friedensordnung ist auf eine Verteidigung ausgerichtet, der Gebrauch terroristischer Mittel untersagt ist. Nun, das geschichtliche Bewusstsein einer islamischen Bedrohung scheint in weiten Teilen der Welt, weniger in der westlichen, wo sich Muslime ja überwiegend noch friedlich verhalten, immer neue Nahrung zu finden. Von islamistischen, ich muss also auch meine Ratlosigkeit bekennen, kann einer genauer definieren, was der Unterschied zwischen Islam und Islamismus ist? Also einer hat mal gesagt, ja, versuchen Sie mal, den Begriff sozialistisch, also abgesehen also vom Sozialbegriff abzulösen. Das hat schon miteinander zu tun. Es geht aber hier um ein spezielles, radikalisiertes Verständnis, womit dann diese Formel Ismus verbunden ist. Vor kurzem hat ein Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung den Begriff Nationalismus sogar wieder zu rehabilitieren versucht. Es reicht ihm schon gar nicht mehr, dass man national ist. National ist ja schon bald ein Schimpfwort. Wenn aber jetzt einer der Chefredakteur von der FAS, Herr Hank, glaube ich, in einer vorigen Nummer gesagt hat, ja, Nationalismus, der Begriff, den könnte man ruhig rehabilitieren, zeugt das von einer ziemlichen Naivität. Denn andererseits wird ja gerade der AfD und auch jedem Patrioten ein Nationalismus unterstellt, der also hier in einem aggressiven Sinne eine Überbewertung der eigenen Nation unterstellt und hier Nationalismus auch im Anklang an Nationalsozialismus hier natürlich als eine besondere tabubehaftete Zone als sehr gefährlich erscheinen lässt. Nun, aber was ist Islamismus im Unterschied zum Islam? Das muss man schon mal anmerken. Aber von islamistischen, reden wir mal harmloserweise in dieser Einschränkung, angezettelte Konflikte und Bürgerkriege auf den Philippinen, in Indonesien, Tschetschenien, Libanon, Algerien, Sudan, Nigeria, Uganda, Eritrea, Bosnien, Kosovo etc. etc. sorgen ja von sich aus für ein Bedrohungsszenario, das keineswegs nur von Christen so sensibel wahrgenommen wird. Vielmehr erinnert es an die berühmte These von Samuel Huntington, The Clash of Civilizations von 1993, und daran, dass es sich beim Islam weithin nicht nur um ein religiöses und kulturelles, sondern zugleich auch um ein politisch-staatliches Phänomen handelt. In den islamisch dominierten Staaten ist die Religionsfreiheit stark eingeschränkt. In den islamistisch beherrschten ist sie, wie die übrigen Menschenrechte, so gut wie aufgehoben. Dabei gilt, ein wenig naiv, die Gewährleistung von Religionsfreiheit als die Grundlage, als die Voraussetzung und als Signum der Geltung von Menschenrechten überhaupt. In vielen islamischen Ländern wird heute noch bei Abkehr vom islamischen Glauben bei Blasphemie und Ehebruch die Todesstrafe verhängt. Frauen haben in der Öffentlichkeit dieser Länder nichts zu suchen. Eine systematische Unterdrückung der Religionsfreiheit zeigt sich etwa in Pakistan, wo ein Muslim wegen Übertritt zum Christentum oder ein Christ, nur weil er Christ ist, wegen Blasphemie zum Tode verurteilt werden kann. In Saudi-Arabien darf außerhalb diplomatischer Vertretungen kein Christ, kein Jude oder Buddhist seine Religion ausüben, obwohl dort Millionen nicht-muslimische Immigranten leben und vor allem billig arbeiten. Systematische Christenverfolgungen zeigen sich vor allem im Sudan und in Teilen Nigerias. Ich finde, darauf sollte auch unsere Außenpolitik, unsere Entwicklungspolitik einmal Rücksicht nehmen, dass hier dass in diesen genannten Ländern und vor allem hier Saudi-Arabien, ne? Also die werden geschont, nein, die werden nie kritisiert, Russland wird kritisiert, alle möglichen Länder, Trump, ne, die Hysterie gegen Trump, aber Saudi-Arabien, so ein ganz unschuldiges, völlig systemkonformes mit westlichen Werten, ne? Also ich muss sagen, das ist eine derartige Heuchelei, die mir jedenfalls auf die Nerven geht.
Freilich wollen sich nun viele dieser Staaten mehr oder weniger an dem Kampf gegen den Terrorismus beteiligen, der sie schließlich ja selber bedroht. Den Koran zitierend pochen sie auf den Gesetzeswillen Gottes, der Willkür und Terror angeblich untersagt. Denselben Koran zitierend berufen sich hingegen die Terroristen, die sich ohnehin lieber als Freiheitskämpfer ausgeben, auf einen göttlichen Geschichtswillen, als dessen geheime Mitwisser und Vollstrecker sie sich aufspielen. Sie verstehen sich als Avantgardisten eines heiligen Krieges auf den Dschihad, als Werkzeuge Gottes, als Märtyrer, die garantiert in den Himmel kommen, wenn sie den USA und ihren Verbündeten die Hölle auf Erden bereiten. Der Begriff nun aber des Märtyros nimmt hier vielfach die Bedeutung eines Gewalttäters in Kombination mit Selbstmörder an, der möglichst viele Feinde, aber auch Unschuldige mit in den Tod reißt. Im Christentum hingegen gilt als Märtyrer das unschuldige Opfer von Gewalttaten, der sein Leben auch für andere einsetzt, wie etwa Maximilian Kolbe, der ja in Auschwitz ermordet wurde. Was unterscheidet eigentlich, habe ich eben schon die Frage gestellt, Gläubige, Muslime von Islamisten? Dazu hätte man gerne ein bindendes Urteil. Doch im Islam gibt es keine Instanz verbindlicher Interpretation, kein zentrales Lehr- oder Hirtenamt, das ihn wirksam vor Verwälschungen oder politischem Missbrauch bewahrt. Die Terroristen sollten vielleicht besser als islamische Heretiker gekennzeichnet werden, die vor allem von der islamischen Religionsgemeinschaft selber diszipliniert oder exkommuniziert werden sollten. Der Islam kennt aber leider Gottes keine Kirche. Seine institutionalisierte Autorität ist zu gering entwickelt, um eine gemeinverbindliche Lehre zu formulieren. Ihm fehlt weitgehend auch das rationale, philosophisch-theologische Instrumentarium, um den Glauben mit der modernen Welt zu vermitteln und die Dialogfähigkeit zu gewährleisten. Der Islam, das kann man ruhig generalisierend sagen, braucht eine Aufklärung, wie sie das Christentum nicht erst im 19. Jahrhundert, sondern bereits im Mittelalter durch Thomas von Aquin erfuhr. Das werde ich als Dominikaner nun also besonders hervorkehren dürfen. Ne? Der hat das Naturrecht vor allem hier in der aristotelischen Interpretation, also ein Vernunftrecht in die katholische Theologie eingebracht und den vernunftbezogenen Dialog hier grundgelegt. Wir brauchten dann nicht warten, bis Immanuel Kant kam. Der kam nachher erschwerend hinzu. Aber, meine Damen und Herren, dieser für mich jedenfalls immer noch maßgebende christliche Theologe, Thomas von Aquin, konnte übrigens dabei auf Aristoteles zurückgreifen, weil dessen Schriften durch arabisch-islamische Philosophen damals in Europa zur Geltung gebracht worden waren, zum Beispiel durch Averroes im Cordoba des 13. Jahrhunderts. Also an diese mittelalterlichen Tradition, das Mittelalter ist nicht nur eine Ansammlung von Kreuzzügen, Schlechtigkeiten und sowas alles, an diese mittelalterlich-rationale Tradition des Dialogs könnte auch der christlich-islamische Diskurs heute anknüpfen, und zwar auf der metaphysischen Basis der aristotelisch-thomasischen Naturrechtsgedanken, der im Christentum für eine grundlegende Unterscheidung gesorgt hat. Eine Unterscheidung nämlich zwischen Glaube und Politik. Das ist die Grundgewaltenteilung, ist damit erst gerechtfertigt, indem man Glaube von Politik trennt, meine Damen und Herren. Das war die grundlegende Gewaltenteilung, die vor allem schon durch den Investiturstreit im 13. Jahrhundert schon in Europa Platz gegriffen hat, so langsam.
und der sich dann weiter fortgesetzt hat. Aber diese Grundgewaltenteilung zwischen Glaube und Politik zu unterscheiden, zwischen Kirche und Staat zu unterscheiden, zwischen Moral und Recht zu unterscheiden, das ist die Grundbedingung für ein freiheitliches Ordnungssystem. Wir haben im Moment eine totale Moralisierung des Diskurses und ein Mindestmaß. Aber wir können ohne diesen Rechtsgedanken, den Gedanken der Gerechtigkeit und von Grundrechten gar nicht leben. Und die sich nur auf eine subjektive Moral zurückzuziehen, bedeutet auch leider Gottes dann Willkür, Tür und Tor zu öffnen, dass jeder seine Also ich finde, auf dieser Gewaltenteilung beruht eine freiheitliche Gesellschaftsordnung mitsamt den Menschenrechtsgarantien. Die gründen eben auf diesem Denken. Insofern lassen sich Fundamentalismus und Despotie nicht als Rückfall ins Mittelalter deuten, sondern stellen eher einen Unfall oder einen Abfall der Moderne dar. Die Moderne, Karl Kraus hat ja modern immer auf der ersten Silbe betont. Ne? Karl Kraus ist modert, ne? Ist modern, modern. Ist, nicht? Also da, und Nationalsozialismus und Kommunismus, das sind moderne Ideen, die kommen nicht aus dem Mittelalter. Rassismus auch. Rassismus hat es in dem Sinne nicht gegeben. Die Kreuzzüge vielleicht ja, aber das hat die Kirche wiederum mit dem Staat zusammen betrieben. Der Staat ist jetzt abgetaucht, denn nach der Verantwortung für die Kreuzzüge gefahndet wird, ne? Vergangenheitsbewältigung getrieben wird, bleibt doch nur die Kirche als Sündenbock für alle möglichen geschichtlichen Pannen übrig. Dabei waren die Kreuzzüge nach meiner historischen Kenntnis überwiegend Verteidigungskriege gegenüber einem damals schon aggressiv sich ausweitenden Islam, der sich im Übrigen weltweit nicht durch friedliche Mission, sondern fast ausschließlich durch Gewaltübergriffe verbreitet hat. Nun, freilich ist der Koran heute viel konkreter oder in politischer Hinsicht in seinen Lebensregeln als etwa die Evangelien. Die Evangelien lassen viel Freiheit auch. Ja, aber Meditation nennt man das ja. Ne? Aber diese Regelung bis ins einzelne Detail, ne? Und dann zu sagen, jedes Wort, was im Koran steht, ist dem Mohammed, dem angeblichen Propheten, vom Erzengel Gabriel, unmittelbar durch Gott in die Feder diktiert worden. Da kann man natürlich nicht so frevelhafterweise hingehen und sagen, was der Mohammed da geschrieben hat, das kann man vielleicht mal kritisieren, bestreiten, relativieren. Also das, was wir in den christlichen Theologien schon seit... Bei Thomas von Aquin hat es schon heftige Theologiedebatten gegeben. Es ist doch ganz klar, dass Religion auch immer Religionskritik bedeutet. Also, und dass man aber Kritik am Islam heute schon sofort als Islamophobie und so weiter, als Diffamierung, als eine Häresie oder als eine Diffamierung betrachtet, das ist auch, finde ich, ein Attentat auf unsere freiheitliche Gedankenführung, die wir hier... Du hast noch 5 Minuten. Noch 5 Minuten. Hm? Und wie steht es um den Dschihad, den sogenannten Heiligen Krieg? Er lässt sich nicht bloß als eine Anstrengung für den Glauben auslegen, sondern bedeutet hauptsächlich ein militärisch gewaltsames Eintreten und Vorgehen. Die Koransure 47, Vers 4 lautet nach der sehr gemäßigten Übersetzung von Rudi Paret, dass Sie im Reklamverlag finden können, das finde ich die beste Übersetzung. Man muss den Koran gelesen haben. Meine Damen und Herren, ich bin sicher, dass die meisten Politiker es nicht tun. Es ist natürlich auch eine grauenhafte Zumutung, den Koran lesen zu müssen. Da kriegen Sie nachher. Aber den können Sie sich nicht ersparen, wenn Sie über diese Sphäre leben. Leider ist es ja auch so, dass unsere Islamwissenschaftler und unsere
Orientalisten weithin den Originaltext im Arabischen nicht lesen, nicht verstehen können. Wer kann auch hier von der Kriminalpolizei, wer kann Arabisch oder Türkisch, ne? Die können alles Mögliche in ihren Gotteshäusern betreiben, zur Gewaltanwendung und Terror anstacheln. Das versteht kein Mensch. Wir sind auf Übersetzungen angewiesen. Lesen Sie bitte einmal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Treffen haben Sie bitte die auswendig zu lernen, die Koransure 47, die heißt nämlich, wenn ihr auf einem Feldzug mit den Ungläubigen zusammentrefft, dann haut ihnen mit dem Schwert auf den Nacken. Wenn ihr sie schließlich vollständig niedergekämpft habt, dann legt sie in Fesseln, um sie später entweder auf dem Gnadenweg oder gegen Lösegeld freizugeben. Haut mit dem Schwert drein, bis der Krieg euch von seinen Lasten befreit und vom Frieden abgelöst wird. Ist das keine wunderbare Friedensvision? Ja, da sollte man sagen, Leute, streicht das mal bitte, ne? Schwärzen, ja? Weg damit. Sogenannte Ungläubige, aber auch Christen, die in islamischen Gemeinwesen nur diskriminierend toleriert werden, müssen existenziell an der Frage interessiert sein, ob diese Koransure nach wie vor Gültigkeit hat. Diese Frage wird freilich nicht hinreichend und verbindlich durch die Interpretation einzelner Intellektueller, westlich eingestimmter Korangelehrter beantwortet. Entscheidend und von politischer Wirksamkeit ist vielmehr das Koranverständnis der islamischen Massen, angeleitet durch ihre geistlich-politischen Führer. Das ist das Problem. Nun, meine Damen und Herren, die Preisfrage für einen künftigen Dialog lautet: Wie weit kann sich der Islam erstens auf die allgemeine Religionsfreiheit einlassen? Zweitens, wie weit lässt er sich entpolitisieren, das heißt von staatlicher Macht trennen? Und drittens, wie weit lassen sich die islamischen Glaubensgemeinschaften institutionalisieren oder verkirchlichen? Ja, das ist eine wichtige Frage, bevor wir Lehrer anstellen, die von Professoren ausgebildet werden, die wiederum von irgendeiner türkischen oder sonstigen Religionsbehörde bestellt werden. Und nicht, dass die Inhalte dieses Religionsunterrichtes verantwortet werden müssen, auch von dieser Religionsgemeinschaft. Da möchte man doch bitte eine genauere Auskunft mal darüber haben, bevor man also solche Lehraufträge erteilt, meine Damen und Herren. Und auf diese Fragen hätten zunächst ein innerislamischer Dialog zwischen rivalisierenden Gruppen, etwa zwischen Schiiten und Sunniten, Antworten zu finden. Überdies bedürfte es des innerislamischen Dialogs zwischen den zahlreichen Gruppen schon deshalb, um repräsentative Partner zu finden für den interreligiösen Dialog. Speziell in Deutschland würde man gerne einiges über die Inhalte des islamischen Religionsunterrichts und auch der Predigten in den Moscheen erfahren, bevor sie dann auch staatlich noch subventioniert werden. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Der Dialog, ich meine, manche können den Begriff schon nicht mehr hören, Dialog ist auch, ja, ist auch ein entwerteter Begriff. Aber immerhin hat die Kirche eine gewisse Übung darin. Die katholische Kirche hat vor allem in Polen, also mit den Kommunisten, ja Dialoge geführt, die allerdings auch von großem Erfolg gekennzeichnet waren. Meine Damen und Herren, man kann auch durch Dialoge ein morsches sowjetisches System zu Fall bringen und hoffentlich auch ein völlig veraltetes islamistisches, unmenschliches System auch so erschüttern, dass es in sich mal zusammenbricht, meine Damen und Herren. Das wäre
Die Aufgabe eines friedlichen Dialogs von apokalyptischen Erscheinungen haben wir genug gehabt. Wir sollten der Kraft der Vernunft trauen. Das war ja auch die Rede von Papst Benedikt damals in Regensburg gewesen, ne, wo er nur ein Zitat gebracht hat. Ne. Das Zitat nämlich des letzten oströmischen Kaisers, bevor er von den islamistischen Truppen besiegt worden ist, ne, was der Islam denn an Menschlichem gebracht habe. Er hat bisher nur Gewalt gebracht. Und dann kommt er, der Papst dann auch, zu der Erkenntnis, die er aus diesem Geschichtsvorgang ableitet, da wo die Gewalt die Religion verlässt, dort zieht, wo die Vernunft die Religion verlässt, da zieht die Gewalt ein. Das ist, glaube ich, eine wichtige Lehre, die wir ziehen müssen. Religion bedarf immer einer kritischen, rationalen, vernunftgemäßen Reflexion. Sonst wird sie eben gewalttätig, fanatisch oder sonst wie unangenehm. Und das betrifft leider eben auch das Christentum. Wir müssen auch aus eigenen Fehlern hier lernen. Wir haben auch einige fundamentalistische Versuchungen erlebt, aber auch überlebt. Ne? Und müssen aufpassen, dass wir nicht vorschnell hier, sagen wir mal, auch Urteile über politische Dinge fällen, die wir aus dem Glauben selber gar nicht finden. Bischöfe sind nicht kompetent und legitimiert, in Sachen der Politik Äußerungen zu tun, ob etwa die AfD wählbar sei oder nicht, sondern die Kirchenfürsten vor allem und die Gläubigen, die sind hauptsächlich also auf den Glauben abonniert, scheint mir. Und da habe ich bisher noch nichts gefunden, was gegen den christlichen Glauben verstößt. Jedenfalls im Programm der AfD finden sich eher Anklänge darüber, was die CDU mal früher unter dem C noch verstanden hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Soll ich hier bleiben, oder? Ja, danke, lieber Wolfgang Ockenfels. Du erlaubst, dass ich dich hier weiter duze. Im Radio hätte ich dich natürlich gesiezt, weil man im öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem gerne ein bisschen auf Stelzen geht oder es ganz theatralisch macht. Aber hier, wie immer, danke für die erhellenden Gedanken. Es ist Unruhe im Saal. Es drängt natürlich an die Fleischtöpfe, das ist klar. Auch hier bitte ich darum, die Fragen, einfach weil diese Unruhe existiert, nachher schriftlich oder jetzt schriftlich einzureichen. Ich habe aber noch eine andere Bitte, vor allen Dingen an die Berliner. Es gibt eine Unterschriftenliste über den Weiterbetrieb des Flughafens Berlin-Tegel. Der liegt hier links bei dem Berliner Stand. Bitte unterschreiben. Richtet sich vor allen Dingen an die Berliner. Und wir sehen uns hier wieder um 14 Uhr 45 zu einer spannenden Podiumsdiskussion. Guten Appetit. Ja. 14.45 Uhr.